Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ori and the Will of the Wisp. Ich hoffe, euch hat der letzte Part gefallen und ich hoffe, euch wird auch dieser Part gefallen und jetzt einfach mal weitermachen, ohne lang zu schnacken. Kletter, spring auf blaues Moos, um dich dran festzuhalten. Ja. Kann ich jetzt hier. Ah, ich soll darüber auf die andere Seite. Okay. Rüber. Und los. So. Meine Fackel ist doch jetzt aus. Shit, weil ich durchs Wasser gesprungen bin. Aber vielleicht ist es ja genau gewollt. Ah, warte mal. Da muss doch auch noch blaues Moos. Das heißt, ich springe hier dran und dann rüber. Aha. Aber auf der anderen Seite war irgendwas lila. Ich würde gerne wissen, was das ist. Das da. Komme ich da vielleicht irgendwie rüber? Warte mal. Probieren wir das doch mal aus. Und ich bin wieder unten. Und ich bin wieder... Scheiße. So, gehen wir mal hier hin. Gucken, schaffen wir es. Mit Ansprung. Das war kein guter Anschwung. Ah, shit. Natürlich muss ich in den Gegner noch einspringen. Ich glaube, da soll man erstmal noch gar nicht rüberkommen. Vielleicht, also man sieht ja unten, ich habe hier noch irgendwie... Und ich bin tot. Genauso soll das laufen. Ach man. So, rüber hier, rüber. Also man sieht ja, dass ich hier noch irgendwie diese Fähigkeiten habe, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Also mal gucken, ob ich die nutzen werde für solche Abstände. Oder ob ich einen Double Jump oder sowas freischalten kann. Ich habe noch gar nicht geguckt, gibt es irgendwie ein Inventar? Ach ja, stimmt, doch. Habe ich schon geguckt. Aber habe ich noch nichts gefunden. Also. Ja, oh, was ist das denn? Hier hoch. Und dann darüber. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Für verschiedene Geistertore können jeweils unterschiedliche viele Schlüsselsteine nötig sein. Zeige Tok den Schlüsselstein, drücke Tab, um Kiste-Teil zu sehen. Ah, ich soll jetzt zurück zu ihm. Kann ich auch weiter hier lang und dann komme ich auch zu ihm, oder? Hopp. Hier runter, ohne in... Ach ja, ohne in Stacheln zu landen am besten, wollte ich gerade sagen. Hier. Wo war Tok? War Tok? Der war doch nicht in die Richtung, der war doch... War der nicht auch irgendwo weiter oben? Naja gut, jetzt komme ich da nicht hier oben lang. Tracy, wo war der nochmal? Dahin. Bin ich vielleicht auch so einen falschen Weg gegangen? Gehen wir mal hier wieder hoch und hier hoch. Weil auf der anderen Seite komme ich ja nicht mehr rüber. Hallo. Halt dich doch bitte dran fest. Danke. So. Und hoch. Rüber. Oh, anderer Schneckenschleim. So, jetzt hier hin. Und dann gehe ich. Warte ich, bis die Schnecke da weg ist. Und dann über die Schnecke rüberspringen und rüber hier. Ich springe aber hier rüber. Ja, okay. Da ist er. Ah, du bist es. Zurück. Du bist zurück. Erspähe ich da etwa einen Schlüsselstein? Hier ist noch einer für dich. Ich bin ein Vogel, der zu seinem Wort steht. Jetzt kann ich meine Erkundung von Nivens verlorenen Wundern fortsetzen, bevor ich noch mehr von ihnen verliere. Und du kannst weiter. Das machen, was auch immer du bisher gemacht hast. Viel Glück. Quest abgeschlossen. Zeige Tok den Schlüsselstein. Ja. In welche Richtung kann ich denn weiter? Also da hinten geht es noch irgendwie weiter. Und hier ist auch irgendwas auf der Map eingesetzt. Achso, das habe ich selbst eingemacht. Wenn ich da lang gehe. Ja, keine Ahnung, mal gucken, ob wir da lang gehen können. Das war dafür.
Dafür brauchte ich doch die Fackel, glaube ich, ne? Brauche ich dafür die Fackel? Ne, sieht aus, als wäre der Mechanismus oder so. Da ist ein Seil. Da ist ein Rad. Was ist das überhaupt? Das kenne ich noch gar nicht, ne? Dann versuchen wir mal hier oben lang zu kommen, ohne Schaden zu bekommen. Am besten. Und dann gehen wir hier lang weiter. Ah, hier ist auch der... Ja, okay. Hier Schlüsselstein verwenden. Beide Schlüsselsteine, bitte. Und dann können wir hier lang. Die Sache ist, das sind diese kleinen Häuschen hier im Hintergrund, wo so Licht leuchtet. Frage ist, darf ich jetzt... Ich darf nicht ins Wasser wahrscheinlich, ne? Deswegen hopp. Drüber. Und hopp. Und hopp. So. Healing brauche ich noch nicht. Da springe ich erstmal rüber. Für den Fall, dass ich gleich irgendwas Dummes mache. Ja, und dann gehen wir... Wo kann man das abbrennen? Ja, okay. Da komme ich erstmal, wie es aussieht, nicht lang. Oh, was passiert jetzt? Oh, hallo. Hallo, Monsieur. Aua. Ich bin tot. Damit habe ich nicht gerechnet. Kletter doch hoch! Ich habe das Gefühl, ich bin zu langsam für den. Haha, dieser Witch. Komm her! Fight me! Aua, du machst ein bisschen viel Schaden. So. Nee, weg da. Einfach dran, Schaden und dann wegspringen. Sie taggt dich jetzt. Zack, zack, zack. Und papat. Ach, frick. Warum hast du so viel Schaden? Haha. Nicht mit mir. Blöder Hund, du. Das war knapp. Ja, das war. Ja, das war knapper, als es hätte sein müssen. Bei mir erst recht. Ja. Wie komme ich da jetzt hoch? Oder hat er jetzt einen neuen Weg hier unten aufgemacht? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Gucken wir mal. Da unten, also der Weg nach unten da. Ja, der ist jetzt offen. Gucken wir doch mal hier, was hier so gibt. Aha, schon wieder irgendwas Verstecktes gefunden hier. Das muss man wahrscheinlich mit Feuer runterbrennen, deswegen versuche ich mal in diese Lücke hier reinzukommen. Aha. So. Kann man wahrscheinlich auch wegpunchen. Hier sind aber eine Menge Knochen. Gehe ich jetzt gerade in das Nest von diesem Monsterchen, was ich gerade bekämpft habe? Oh, die sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin. Ah, okay, hier brauche ich wieder zwei Schlüsselsteine. Komme ich da oben? Ne, da oben komme ich nicht dran. Ist da oben? Da oben ist ein Schlüsselstein. Ja, wie zur Hölle soll ich da drankommen? Ja gut, ich habe keinen. Dann gehen wir erstmal in die Richtung hier. Und gucken, ob wir hier irgendwas haben. Oh, hello, Keto. Are you friend or are you... Asshole. Was kann ich mit diesen Sachen hier machen? Ja, okay. Gehen wir erstmal weiter. Oh. Hallo, Baum. Erstmal gucken, ist irgendwas? Nein. Hallo, Baum des Lebens. Ist einfach so Yggdrasil. Oh, damn. Ich denke mal, ich habe eine neue Fähigkeit freigeschaltet oder so. Während uraltes Licht erwachte. Spiele ich jetzt den Vogel?
suchten Naru und Gomu die Nacht hindurch. Ah nee, sprich jetzt die beiden? Da ist ein Storch. Ach so, die fliegen genau auf die gleiche Insel, wo wir gerade sind. Wollen wir sie denn hinweisen? Ah, okay, ich dachte, ich spiele jetzt die Eule, aber nee. Ich bin immer noch der Kleine. Der kleine Ori. Hello, Peoples. Du bist nicht wie die anderen. Der Kreischer, der Heuler. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerung mit dir geteilt. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte Q gedrückt, um sie Maus, E oder R zuzuweisen und führe Combo-Angriffe aus. Okay, nutze jetzt das Licht. Wir wollen sehen. Geisterklinge. Oh, damn. Okay, das ist ein bisschen besser als eine Fackel. Psiu, 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 psiu. Und damit kann ich jetzt die Knochen kaputt machen. Ja. Parts. Gebt mir aus dem Weg, ihr Geringverdiener. Nice. Kann ich den Weg da hinten? Ne, den Weg da hinten konnte ich nicht zurückgehen. Was habe ich? Oh, ich habe die Dornen schon wieder fast nicht gesehen. Die tarnen sich aber auch manchmal vor meinen Augen irgendwie. Oh, die können Stacheln schießen. Gut, dass ich das bis jetzt erst herausgefunden habe. Dann gebe ich hier hoch. Und dann hier rüber. Und dann nehmen wir erstmal den hier auseinander. Aua. Warum machst du mir so viel Schaden? Ich habe dich das letzte Mal ohne einen Schaden zu nehmen fertig gemacht. Und jetzt? Finde ich nicht nett. Ah, das kann ich auch kaputt machen. Magnet, du hast einen neuen Geistessplitter erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Drücke Tab, um anzulegen. Huh. Ah, hier kann man solche kleinen Attribute dran packen, die man findet. I get it. So, aus dem Weg. Danke für dein Leben. Nehme ich. So. Jetzt sind wir hier. Oh, okay. Geht gerade automatisch. Hallo meine... Ihr seht aus wie Lemuren, Freunde. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, alle die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg. Bis bald, Geister. Du suchst nach jemanden. Wir kennen einen Sucher. Den Großen. Groß und moosig. Gehe zum Wächter des Sumpflandes. Quollok wird dir helfen, den Weg zu finden. Okay, der ist irgendwo da oben. Okay, kriege ich hin. Neue Quest, finde Quollok. Die geben Leben, die Sachen. Okay. Hier habe ich mir schon fast gedacht. Hat halt nur nichts meine Theorie zu bestätigen. So. Hallo, was bist du? Dich kenne ich noch nicht. Ich habe dich erstmal gar nicht als Gegner erkannt. Ja. Die Frage ist jetzt, wie ich wieder hochkomme, ne? Gibt's irgendwo was? Ja, I know. Ich muss aber trotzdem irgendwie hochkommen. Oder kann ich die Wand da hochklettern? Nein. Kann ich irgendwas kaputt machen hier? Warte mal. Okay, das ist nicht ein Baumstamm, wo man sich durchschießen kann. Ja, Chill Map. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang soll. So, gucken wir mal. Ach, da gibt's noch ein Loch. Waren wir da drin? Nee, ich glaube nicht. Also sonst würde es hier auf der Map angezeigt werden. So, da unten. Gehen wir da lang.
So. Was gibt denn hier? Papa! Hat er mich echt getroffen? Kann ich das beim Klettern machen? Michael, das ist ein unnötiger Schaden, den du machst. Und ich bin gestorben. Schön, weil ich unfähig bin. Durch da. So. Weg, 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 weg. Und dann warten wir, bis er kurz einmal schießt. Willst du schießen? Hallo? Guten Tag. Und jetzt warten wir. Pew. Und jetzt. Zack, 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 zack. Junge. Ori ist jetzt ein fucking Anime-Charakter. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nichts kann. Aua, ich wollte gerade sagen, nichts kann ihn noch was anhaben. Außer meine Dummheit. So. Was ist hier hinter? Zeig es mir. Geister-Orbs. Wie hießen die Geister-Orbs? Ich weiß es nicht mehr. Dann. Gehen wir hier runter. Versuchen wir den triggern. Egal, zack, 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 zack. Wir sind schneller als er. So. Ich will ja eigentlich da oben hin, aber ich gehe mal weiter runter. Ja, gehen wir erst in die Richtung, in die wir nicht sollen. Vielleicht ist hier irgendwas Cooles. Regel Nummer 1 in dem Spiel. Geh nicht in die Richtung, in die du als erstes musst. Aber da komme ich nicht hoch. Also vergiss die Regel wieder. So. Jump. Einfach nur, weil es da war. Keine Ahnung, ob ich musste, aber jetzt bin ich eh runtergefallen, also scheiß drauf. Obwohl ich an der Wand da wieder hochklettern kann, aber da ist ein Schall, da ist ein Hebel. Und da ist der erste Stein. Ja, cool. Wie komme ich da hoch? Ist die andere Frage. Kann ich hier durchdroppen? Nee. Dann gehen wir doch erstmal jetzt hier lang. Oh, hallo. Das Licht aus den Portalen fließt durch ganz Niven. Es verbindet, es heilt. Okay, also sind das Schnellreisepunkte. Ah, okay. Das ist auch ein Speicherpunkt. Okay. Ja gut. Ich dachte, hier geht's weiter. Aber dann nicht. Oh. Wie sah das aus der Map aus? Ich kann auch darüber und dann da irgendwo droppen. Gehen wir mal darüber. So, jump. Und jump. Und dann irgendwo hier droppen. Das heißt, dass ich theoretisch irgendwie das Loch hier runter kann. Ne, kaputt machen kann ich es nicht. Wie kann ich da runter? Will er nicht. So, guck mal. Warum bin ich da unten nicht lang? Stimmt, das habe ich schon vergessen, wenn ich ehrlich bin. So. Rüber damit. So. Und jetzt reinschieben und dann klettern. Nutzen wir das, um hochzuklettern. So, jetzt darüber. Und waren wir hier schon mal? Nein. Oh. Das gefällt mir ja schon mal nicht. Achso, du bist es. So, den haben wir doch eben schon besiegt. Ist der aufgetaucht als normaler Gegner, bevor er ein Boss war, oder was? Oder, was heißt Boss? Ah ne, es sind einfach nur beide aufgetaucht jetzt. Oh, es sind zwei davon da. Der ist, hallo. Oh, hallo. Nicht so viel Schaden machen, danke bitte. So, coolio, Challenge geschafft. Ja, und ich finde, nach dieser Challenge können wir auch diesen heutigen Part beenden. Wir haben endlich einen Angriff freigeschaltet. Unser Lichtschwert. Ja gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ich wünsche euch eine gute Nacht.